In diesem Video sehen Sie, wie Sie mit Next Farming Live die Düngebedarfsermittlung für 2021 erstellen. Erledigen Sie diese vor Ihrer ersten Düngung mit Stickstoff oder Phosphor. Dies ist bereits seit 2017 Pflicht für Stickstoff und wurde in der neuen Düngeverordnung von 2020 um Phosphor erweitert. Eine kompakte Übersicht des Wissenswerten und der Neuerungen finden Sie hier im Video verlinkt. Wir führen Sie nun in rund 10 Minuten durch das gesamte Modul. Falls Sie zu einem bestimmten Schritt mehr wissen möchten, so klicken Sie weiter unten auf den entsprechenden Schritt. Das Video neben dem jeweiligen Schritt startet automatisch an der korrekten Stelle. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Schläge, die Sie 2021 bewirtschaften, auch in Next Farming hochgeladen oder eingezeichnet haben. Bevor Sie nun mit der Düngebedarfsermittlung beginnen, sollten Sie die Schläge, die Sie getrennt bewirtschaften, entsprechend teilen. Klicken Sie auf die Glühbirne rechts oben für eine interaktive Anleitung. Dies gilt auch für Puffer oder Randstreifen. Bitte verwenden Sie Google Chrome, Mozilla Firefox oder Microsoft Edge als Browser. Der Internet Explorer, das ist das Programm mit dem blauen E, wird nicht mehr empfohlen. Entscheiden Sie sich bitte vorab, ob Sie Ihre Düngebedarfsermittlung mit der Next Farming-Variante oder mit unseren Partnern machen möchten. Sie finden alle Varianten links unten im Menüpunkt Module, Apps und Services, falls Sie die Funktion noch nicht aktiviert haben. Wichtig: Die Bezahlung bzw. die Eingabe des Rabattcodes der Partner findet im allerletzten Schritt statt. Sie haben also die Möglichkeit, sich zunächst mit der Bedienung vertraut zu machen. Die Vorteile von Next Farming Live im Vergleich zu anderen Lösungen? All Ihre Daten bleiben in Ihrer Hand und Sie entscheiden, was damit passiert. Sie können mehrere Schläge gleichzeitig bearbeiten, was Ihnen viel Zeit spart. Die Düngebedarfsermittlung mit Next Farming Live beinhaltet eine kostenlose Ackerschlagkartei, die Sie für nur 1 Euro pro Hektar zum Starterpaket inklusive Smartphone-App aufrüsten können. Damit erledigen Sie die Dokumentationsauflagen nebenbei. Infos hierzu finden Sie unter Next Farming Starterpaket. Beginnen wir nun mit der Düngebedarfsermittlung. Wählen Sie zunächst das Erntejahr 2021 aus in der Kopfzeile oder legen Sie es mit Klick auf den Pfeil nach rechts an. In der Kopfzeile der verschiedenen Schritte finden Sie Hinweistexte mit relevanten Infos. Das Lesen lohnt sich. Vergewissern Sie sich unbedingt in Schritt 1, dass Ihr Bundesland ausgewählt ist. So können die landesspezifischen Besonderheiten berücksichtigt werden. Sollten Sie Ihr Bundesland nicht finden können, dann bieten wir Ihnen mit Next Farming Office ein anderes Produkt an zur Erfüllung Ihrer Auflagen. In Schritt 2 sind nun die umfangreichsten Eingaben notwendig. Bitte füllen Sie alle Felder aus, die ausfüllbar sind. Schaffen Sie sich bei Bedarf Platz, indem Sie das linke Seitenmenü einklappen oder die Karte verschieben. Falls in der Anbauplanung noch nicht geschehen, legen Sie hier die Fruchtarten und die jeweiligen Ernteprodukte fest. Nutzen Sie hierfür den Mehrfachbearbeitungsmodus. Wählen Sie alle Flächen, für die Sie die gleiche Eingabe machen wollen, und geben Sie bei Fruchtart beispielsweise Winterweizen ein. Das zugehörige Ernteprodukt könnte hier Eliteweizen oder Backweizen sein. Diese Eingaben werden dann nach jeder Eingabe automatisch für alle ausgewählten Schläge in Ihrer Ackerschlagkartei übernommen in dem jeweiligen Jahr. Falls manche Ihrer Flächen nicht aktiv bewirtschaftet werden, können Sie hier Brache- oder Pufferstreifen auswählen. Diese haben am Ende keinen ausgewiesenen Düngebedarf und fließen auch somit nicht in die gesamtbetriebliche Bilanz ein. Geben Sie auch an, ob Sie Ernterückstände wie Stroh abfahren, ob es sich um eine zweite Hauptfrucht im gleichen Erntejahr, also eine Zweitfrucht, handelt, oder ob die Fläche brach liegt. Setzen Sie dazu einfach den Haken in der richtigen Spalte. Auch bei den Haken greift die Sammelbearbeitung. In den letzten beiden Spalten tragen Sie bitte Ihren Zielertrag und den N-Min-Gehalt Ihrer Flächen manuell ein. Geben Sie bei Grünland- oder Feldfutterbau die Erträge bitte immer in Dezitonne pro Hektar Trockenmasse an. Bei allen anderen Ernteprodukten in Dezitonnen Frischmasse pro Hektar bei gewohnter Restfeuchte. Also Getreide und Körnermais mit 86% Trockensubstanz, bei Silomais 28%, 32% oder 35% und bei Hackfrüchten so, wie Sie sie vom Feld abfahren.
Sollten Sie auf einem Schlag keine Werte eingeben können, dann sind auf diesem Schlag keine Eingaben notwendig, zum Beispiel aufgrund der Bewirtschaftungsweise. Für eine bessere Übersicht steht Ihnen immer die Möglichkeit offen, die Spaltenbreite anzupassen, damit Sie alle Spalten einsehen können. Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Filter, in diesem Beispiel für die Winterweizenschläge, mit dem umgekehrten Pfeil wieder entfernen. Ansonsten werden die Eingaben mit der nächsten Fruchtart wieder überschrieben. Bei ausgefüllter Anbauplanung filtern Sie einfach nach den verschiedenen Fruchtarten und erledigen die Eingaben mit einigen wenigen Mehrfachbearbeitungen. Im Schritt 3 ist es nun notwendig, die Versorgungsstufen sowie den Humusgehalt und die Bodenarten Ihrer Schläge einzugeben. Wenn Sie Ergebnisse vom Next Farming Bodenprobendienst bestellt haben, können Sie diese importieren und einfach durch einen Klick auf die Schaltfläche Bodenproben importieren in die Düngebedarfsermittlung einfügen. Wenn nicht, so nutzen Sie auch hier den Mehrfachbearbeitungsmodus und tragen Sie die entsprechenden Gehaltsklassen für Phosphor und Kali auf den jeweiligen Schlägen sowie den Humusgehalt in Prozent ein. Geben Sie abschließend die Bodenarten Ihrer Schläge an. Im vierten Schritt der Düngebedarfsermittlung sind nun Angaben zur Vor- und Zwischenfrucht einzutragen. Haben Sie die Ackerschlagkartei im letzten Jahr bereits gepflegt, werden die Eingaben aus der Anbauplanung automatisch übernommen. Nutzen Sie wieder den Mehrfachbearbeitungsmodus und geben Sie in der Spalte für Art der Vorfrucht die Hauptfrucht des Vorjahres ein, falls noch nicht geschehen. Haben Sie vor der diesjährigen Hauptfrucht eine Zwischenfrucht angesät, geben Sie die entsprechende Fruchtart, beispielsweise Senf, Ölrettich oder Zwischenfruchtmischung, ZW-Fruchtmischung zum Beispiel, an. Wenn Ihr Saatgut mehr als 75% Leguminosen beinhaltet, setzen Sie bitte den entsprechenden Haken. Zu guter Letzt geben Sie an, ob die Zwischenfrucht über Winter abgefroren ist, ob Sie Ihre Leguminosen für Biogas oder Futternutzung abgefahren haben oder ob sie im Herbst oder Frühjahr eingearbeitet wurde, wenn sie nicht bereits im Winter abgefroren ist. Wenn Sie Grünland bewirtschaften oder Feldfutterbau betreiben, dann ergänzen Sie bitte im Schritt 4.2 den Rohproteingehalt und auch den Leguminosenanteil Ihrer Ernteprodukte. Auch hier können Sie den Filtern und den Mehrfachbearbeitungsmodus dafür nutzen. Im nächsten Schritt, 5.1, wird die Stickstoffnachlieferung aus den organischen Düngungen der Vorjahre berücksichtigt. Für Gülle oder Mist ist hier nur das Vorjahr, bei Kompost sind die letzten 3 Jahre relevant. Wenn Sie mit Next Farming Ihre organischen Düngungen dokumentiert haben, übernehmen Sie diese über den Button Organische Düngung aus Maßnahmen übernehmen. Andernfalls wählen Sie zuerst das Datum der Düngung, dann das organische Düngemittel und geben Sie die Menge pro Hektar an. Der Gesamt-N wird automatisch berechnet. In einigen Bundesländern wie Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz muss unterschieden werden, ob die Düngung zur Vorfrucht bzw. zur Zwischenfrucht vor der 2021er Hauptfrucht gegeben wurde. Tragen Sie das in dieser Spalte ein. Bei mehr als einer Düngung klicken Sie auf das Plus, um eine weitere Düngemaßnahme hinzuzufügen. Ein Klick auf den Mülleimer löscht eingetragene Maßnahmen. Vergessen Sie nicht, den Mehrfachbearbeitungsmodus zurückzusetzen, wenn Sie Eingaben auf neuen Schlägen machen möchten. Wenn Sie keine Wintergerste oder Winterraps anbauen, bzw. keine Herbstdüngung auf diesen beiden Kulturen durchgeführt haben, haben Sie es nun geschafft. Und Sie können die Ergebnisse Ihrer Düngebedarfsermittlung mit Next Farming Live einsehen. Andernfalls tragen Sie hier, wie im Schritt zuvor, das Datum der Düngung sowie das Düngemittel und die Menge pro Hektar ein. Mit einem Klick auf den Mülleimer ganz rechts können Sie Ihre Eingaben wieder endgültig löschen. Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, klicken Sie auf Weiter und Sie können nun im Schritt 6 die Ergebnisse Ihrer Düngebedarfsermittlung einsehen. Klicken Sie dazu auf Als PDF exportieren. Sollte sich ein Abrechnungsdialog öffnen, so können Sie hier einen Rabattcode eingeben oder zur Abrechnung weitergehen. Sollte sich hier kein neuer Tab im Browser öffnen, so haben Sie möglicherweise die Pop-ups blockiert. Achten Sie im rechten oberen Eck Ihres Browsers auf einen Hinweis, ob ein Pop-up blockiert wurde. Speichern Sie sich das Dokument ab und drucken Sie es bei Bedarf aus. Sollten sich Eingaben ändern, so können Sie diese jederzeit nachtragen und das Dokument neu erstellen. Wir empfehlen Ihnen, alle Änderungen nach der ersten Düngergabe separat abzulegen und zu vermerken. Im Falle einer Prüfung können Sie transparent und offen mit Ihrem Prüfer besprechen,
warum sie nachträgliche Änderungen vorgenommen haben. Diese Möglichkeit räumt Ihnen die Düngeverordnung grundsätzlich ein. Für ausführlichere Informationen bieten wir Ihnen Online-Seminare zu diesem und weiteren Themen an. Dabei können Sie auch Fragen live, per Mikrofon oder per Chat stellen. Die Online-Seminare kosten 39 Euro für 2 Stunden und werden regelmäßig angeboten. Hier geht's zu den Terminen. Für weniger umfangreiche Fragen stehen wir Ihnen unter 08561 4x9 3x1 oder per E-Mail unter live mit V at nextfarming.de gerne zur Verfügung. Anschauliche Unterstützung für weitere Themen finden Sie auch beim Fragezeichen im Online-Hilfebereich.